Star Wars steht Kopf und warum das so ist. Willkommen bei Bricksnuggery, schön, dass ihr wieder dabei seid. Tja, Star Wars steht Kopf. Und zwar, weil ich dieses Set bei Müller gekauft habe und die Schlitten ergreifend falsch rum eingepackt haben. Deshalb steht es Kopf. Ich zeige euch mal, was für mich doch ein recht besonderes Set ist, worum es hier eigentlich geht. Ich habe dieses Set online am 20.02.2021 bei Müller bestellt. Das ist auch noch original verpackt, wie ihr sehen könnt. Und habe mich dann sehr gefreut, dieses Set auch noch bekommen zu haben. Denn es geht bei diesem Set um die 75254, den AT-ST Raider. Und jetzt mache ich das Ganze mal eben auf, damit ihr das auch sehen könnt. Ziehe das raus und es geht um eine ganz bestimmte Minifigur, die da drin ist. Das gucken wir uns gleich mal zusammen an. So, da ist schon mal geöffnet. Und dann ziehen wir das Ganze mal nach unten. Da haben wir es. Einmal raus aus der Verpackung. Die Tüte weg. Und da haben wir ihn. Wie gesagt, den AT-ST Raider. Ich habe ihn mir Ende 2021 gekauft. Eigentlich nur wegen einer einzigen Sache. Wegen dieser Figur, wegen Cara Dune. Ich lege jetzt das Set einmal an die Seite, stelle dafür den Rechner hin und zeige euch mal etwas über die Darstellerin der Cara Dune. Das ist nämlich Gina Carano. Und Lucasfilm hat damals die Serie Mandalorian produziert und hat dann ein Statement abgegeben, Ende 2021. Ich lese euch das mal vor, falls es für euch nicht so gut zu sehen ist. Gina Carano ist derzeit nicht bei Lucasfilm angestellt und es gibt keine Pläne für sie in der Zukunft. Ihre Social-Media-Beiträge, die Menschen aufgrund ihrer kulturellen und religiösen Identität verunglimpfen, sind abscheulich und inakzeptabel. Das hat also dazu geführt, dass diese Schauspielerin, jetzt hole ich das Set wieder ran, nach Mandalorian Staffel 1 und 2 in 3 nicht mehr auftaucht. Aber was noch viel wichtiger ist, Lego hat sich dann entschieden, dieses Set sofort und natürlich auch für viele unerwartet vom Markt zu nehmen. Deshalb habe ich gedacht, super, ich versuche irgendwo noch eins zu kriegen. Es ist natürlich auch noch Mandalorianer dabei. Dann haben wir noch zwei Raider haben wir noch dabei. So, aber es ging mir wirklich um Cara Dune. Und es war echt schwer, dieses Set dann tatsächlich noch zu bekommen. Und über Müller Online, da habe ich wirklich eines dieser Sets bekommen. Also ich habe mir nicht mehrere davon gekauft, sondern wirklich nur eins. Und habe das für mich selber eigentlich als eine Art Anlage gesehen. Denn die Figur von Cara Dune, die war im Nachhinein dann für über 20 Euro tatsächlich nur noch bei Amazon zu bekommen. Und jetzt ist es vielleicht auch mal, oder auch bei eBay zu bekommen. Und jetzt ist es aber auch mal ganz interessant vielleicht zu wissen, wo steht denn das Set jetzt vom Wert her? Und das gucken wir uns einfach mal an. Und natürlich auch die Figur vornehmlich. Um die geht es ja dabei. Dann öffnen wir mal ganz einfach eben, oh Wunder, es ist vorbereitet, Bricklink. Ihr könnt das schon sehen. Ich habe die Figur Cara Dune aufgerufen und wir haben, wenn diese Figur neu und original verpackt ist, das wäre bei mir der Fall, noch einen Preis in den letzten 6 Monaten, Durchschnittsverkaufspreis von 7,41 Euro, dort blau markiert. Gebraucht würde sie noch 6,01 Euro bringen, also die Figur ist im Wert deutlich gefallen. Ob jetzt meine Anlageform wirklich so gut war, das gucken wir uns jetzt mal an, indem ich das ganze Set einmal eben aufrufe und dann gucken wir uns den AT-ST Raider einmal vollständig an. Also rausgekommen war das Ganze hier im Jahr 2019, kann man hier auch gut sehen. Das Set selber hat 522 Teile, 4 Minifiguren, die hatte ich euch gerade schon vorgestellt. Und jetzt gucken wir uns mal die Preisentwicklung an. Auch hier ist der Neupreis für mich im Moment nur wichtig, weil ich das Set ja neu habe. Wieder hier blau markiert, könnt ihr sehen, dass in den letzten 6 Monaten der Durchschnittspreis für dieses Set bei 36,33 gelegen hat. Die Frage ist natürlich, was habe ich jetzt für das Set bezahlt? Ich habe 54,95 dafür bezahlt. In Set-Vorstellungen, die ich zum Verkauf anbiete oder überhaupt bei mir habt, in den letzten Wochen
habe ich euch immer gesagt, Mensch, das war ein guter Kauf, war es auch ausnahmslos. Doch dieses Set hier, von dem ich mir eigentlich am meisten versprochen habe, das hat mich dann doch am meisten hängen lassen. Also diese Wertentwicklung habe ich so nicht kommen sehen. Jetzt macht es für mich aber aus meiner Sicht wenig Sinn, jetzt einen Stressverkauf zu machen und zu sagen, oh Gott, die ist nur noch 6 Euro wert, die Figur. Die anderen Figuren, die tun natürlich noch ein Übriges, aber jetzt noch schnell zu verkaufen, ist für mich totaler Blödsinn. Das heißt, dass ich es so machen werde, das Set kommt gleich wieder in die aufgeschnippelte Tüte, wird gut weggestellt und in 10 Jahren gucke ich mal, was es denn dann dafür gibt. Also das ist so ein typisches Ding, wo ich sage oder wo ich behaupten würde, dass wir in den nächsten Jahren eine deutliche Wertentwicklung feststellen werden. Denn viele, die dieses Set jetzt halten und im Moment sagen, ja, das möchte ich gerne noch nicht weggeben, die werden es aber in den nächsten Jahren tun. Also wird es auf dem Markt immer weniger verfügbar sein, es wird nicht mehr produziert. Die Figur der Cara Dune zumindest, die werden wir nie wiedersehen. Das ist, glaube ich, auch verständlich aufgrund dessen, was ich euch gerade vorgelesen habe. Und daher werde ich selber dieses Set halten. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr auch dieses Set haltet oder ob ihr sagt, nee, wir verkaufen es oder ich verkaufe es oder aber parte das aus, verkaufe es einzeln, kombiniere es mit anderen Sets, nutze es einfach zum Spielen. Würde mich sehr interessieren, aber ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.